Heute gibt es mal wieder einen kleinen Drogerie-Haul von mir. Hallo ihr Lieben, ich war vor kurzem 2 oder 3 Mal bei DM und habe immer so ein paar Sachen mitgenommen. Ich dachte mir, ich zeige euch die Sachen, bevor ihr die wieder in irgendeinem Video seht und ihr euch denkt, wann hat sie das gekauft, warum hat sie das nicht gezeigt. Einiges davon habe ich schon ausprobiert und dazu kann ich auch schon einen ersten Eindruck sagen. Ich fange einfach mal an, es sind eigentlich nur Pflegeprodukte, sowohl fürs Gesicht als auch für die Haare. Und ja, ich fange einfach mal oben mit den Produkten an. Als erstes geht es um Hautpflege, beziehungsweise genauer gesagt Gesichtspflege. Und da habe ich mir einige Sachen gekauft, um meine Haut ein bisschen mehr zu befeuchten, ein bisschen mehr zu pflegen. Und das sind Produkte aus der Balea Aqua Reihe. Einmal habe ich mir das Aqua Feuchtigkeitsserum für feuchtigkeitsarme Haut gekauft. Die Preise verlinke ich euch alle in der Infobox, wenn ich daran denke, beziehungsweise wenn ich die Klassenbons noch finde. Und das finde ich auf jeden Fall ganz angenehm. Das verteilt sich ganz gut auf der Haut und das ist, soweit ich weiß, auch ohne Silikone. Im Gegensatz zum Feuchtigkeitskonzentrat, da wird eben mit Algenextrakt und Olivenöl geworben. Aber eigentlich ist die erste Zutat von Silikone, deswegen werde ich die garantiert nicht nochmal nachkaufen, weil ich da am Anfang nicht drauf geachtet habe, um ehrlich zu sein. Es ist zwar sehr angenehm auf der Haut, aber Silikon, so ziemlich viel Silikon auf der Haut, finde ich jetzt nicht so prickelnd. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass das sehr pflegend für die Haut ist, auch wenn sich das im ersten Moment so anfühlt. Außerdem habe ich noch nie eine Tuchmaske ausprobiert und dachte mir, dann probiere ich die Aqua-Tuchmaske von Balea einfach mal aus. Die kenne ich bisher noch gar nicht, habe sie auch noch nicht ausprobiert, deswegen kann ich euch dazu noch nichts sagen. Aber Review wird folgen, spätestens dann, wenn es aufgebraucht ist. Während ich mir diese Sachen gekauft habe, habe ich mir außerdem noch die Term Perfection hautverfeinernde Nachtcreme für strahlenschöne Haut von Balea gekauft. Das ist eine der teureren Cremes von Balea. Normalerweise sind hier so bei 1 oder 2 Euro. Die kosten, meine ich, 5,95 Euro. Ich habe mir zuerst die Nachtcreme gekauft, weil ich zu dem Zeitpunkt keine Nachtcreme mehr hatte. Und die, muss ich sagen, ist wirklich sehr, sehr schön auf der Haut, finde ich. Da ist kein Silikon oder so drin. Aber es ist ein wirklich sehr schönes Gefühl auf der Haut. Die Haut ist gut befeuchtet. Die sieht am nächsten Morgen frischer aus, habe ich das Gefühl. Und ja, kurz danach habe ich mir dann auch noch die Term Perfection Tagescreme gekauft. Und auch die, finde ich, ist eine super Grundlage morgens für Make-up. Das benutze ich mittlerweile jeden Morgen. Und der erste Eindruck davon ist auf jeden Fall richtig gut. Mal sehen, wie sich das entwickelt, bis die Packung dann im Endeffekt leer ist. Dann noch ein Standard-Einkauf. Ja, die Dontodent Brillant Weiß Zahncreme, die kaufe ich immer wieder nach. Ich finde die einfach richtig gut. Das stimmt einfach, Preis-Leistungs-Verhältnis. Mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Jetzt kommen wir zur Haarpflege und ich habe mir letzte Zeit wirklich Gedanken darum gemacht, wie ich meine Haare besser pflegen kann, weil sie halt vom Blondieren schon ziemlich strapaziert sind. Deswegen habe ich einfach mal das Oil Repair Shampoo und Spülung mit Arganöl gekauft. Die Balea Professional Sachen finde ich insgesamt ziemlich gut. Ich habe davon zum Beispiel auch das Silber Shampoo und diese Colorschutzreihe, die ich auch benutze zum Directions verdünnen und so. Und die hatten im Internet ganz gute Bewertungen. Ich dachte mir, okay, zur Pflege ist ganz gut. Ich habe mir jetzt einmal das Haar mitgewaschen gerade eben und die haben sich wirklich sehr gut kämmen lassen und die fühlen sich wirklich sehr schön an. Und der erste Eindruck ist ganz gut, aber auf lange Sicht muss ich das natürlich noch testen und dann bewerten. Außerdem habe ich die Kuren, die ich da hatte, mit etwas Directions Lila gemischt, um den Gelbstich in meinen Haaren so ein bisschen zu neutralisieren. Deswegen brauchte ich neuen Kurnachschub. Einmal die Glanzhaarkur-Zitronenaprikose von Alverde. Ich fand die Alverde-Kuren, die ich bisher hatte, ziemlich gut. Die ist jetzt auch ohne Silikone, mit pflanzlichem Keratin, neue Rezeptur. Und die riecht auch sehr, sehr lecker, so ja, aprikosig, ein bisschen zitrusmäßig. Und da bin ich gespannt, ob die so gut ist wie die andere, die ich sonst hatte. Ich hatte, glaube ich, die mit Avocado, oder nee, gar nicht, das ist die Haarmaske, die ich vorher hatte. Ich hatte vorher eine von Altera mit Granatapfel und noch so eine andere Kur, ich glaube, das ist die Feuchtigkeitshaarkur oder so. Auf jeden Fall fand ich die bisher von Alverde und Altera ganz gut und deswegen dachte ich mir, probiere ich einfach mal die Glanzhaarkur aus. Und dann hat Balea 2 neue Intensivpflege-Haarmasken in so einem kleinen Töpfchen auf den Markt gebracht. Die eine ist nicht vegan, die ist es aber. Das ist die mit Vanille und Mandelöl für beanspruchtes und geschädigtes Haar. Wollte ich einfach mal ausprobieren. Finde ich ganz cool, wenn man einfach so da reingreifen kann und sich das ins Haar machen kann. Vor allem kann man diese Töpfchen auch sehr, sehr gut nachher noch verwenden, um zum Beispiel Directions oder so anzumischen, um halt vielleicht in das Töpfchen auch ein bisschen Farbe reinzumachen, um das weiterhin aufzufrischen und so. Ja, finde ich ganz gut und dachte ich mir, muss ich mal mitnehmen und ausprobieren. Das letzte Produkt ist die Balea Feuchtigkeitshaarmilch Pfirsich und Kokos mit Anti-Trocken-Effekt für strapaziertes und trockenes Haar. Ich fand es cool, dass es jetzt solche wieder gibt. Ich hatte vor einigen Jahren hier diese mal, ich glaube, das war in so einer gelblich-orangen Verpackung und das hatte auch einen richtig leckeren Duft. Und
ja, das wollte ich einfach nochmal ausprobieren, ob das jetzt wirklich was bringt und meine Haare ein bisschen geschmeidiger macht und so. Ist auf jeden Fall interessant, in so einem Pumpspender kann man auch sehr, sehr gut dann weiterverwenden, weil man das ja hier abschrauben kann. Ich mag solche Packagings, die man eben weiterverwenden kann, wo man dann noch andere Sachen mitmachen kann. Das waren dann auch die Produkte, die ich in letzter Zeit bei DM gekauft habe. An dekorativer Kosmetik kaufe ich momentan nicht so viel, weil ich einfach momentan genug habe, womit ich klarkomme und so. Und deswegen dachte ich, konzentriere ich mich mal ein bisschen auf Pflege. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Ich verlinke euch hier oben nochmal meinen letzten Drogerie-Haul, wenn ihr den verpasst habt. Da könnt ihr vielleicht auch noch die ein oder andere Inspiration finden, was vegan und tierversuchsfreie Kosmetik angeht. Darunter könnt ihr mein letztes Aufgebraucht-Video sehen, in dem ich euch immer die Produkte bewerte, die ich komplett aufgebraucht habe. Denn ich finde, dann kann man die Produkte am besten bewerten, weil man sie wirklich langfristig benutzt hat. Hier drunter könnt ihr meine sozialen Netzwerke verfolgen, um ein bisschen mehr über mich persönlich zu erfahren. Und da drüben könnt ihr mich kostenlos abonnieren, um auf diesem Kanal kein Video zu verpassen und immer eine nette Benachrichtigung zu bekommen, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.